So, da sind wir wieder. Und bevor wir in die Kavernen gehen, erstmal die nichts mehr taugende Fackel weg, Giftdolch schlafen. Uns fehlt ja auch immer noch ein Traum für diese Ebene. Oder ich habe ihn vergessen. Kann auch gut möglich sein. So. Dann mal wieder rein hier. Hier drin stampft nämlich noch irgendwo ein Troll rum. Genau, der da. Vor den sollten wir uns in Acht nehmen, wenn wir nicht einfrieren können. Ach ne, und jetzt kommt auch noch ein Dino. Und das war eine böse Breitseite von diesem blöden Oger. Genau, frier ein, bitte. Und das war's auch schon mit dem Oger. Dafür kommt jetzt der Dino. Und ich höre noch einen Oger hier rumtrampeln. Das muss jetzt aber nicht sein, oder? Komm, stirb, du blödes Ding. So. Da sehe ich auch schon den Oger. Erstmal etwas zurückziehen und in den Sack gucken. Oh, sehr schön. Neue Pflanze, neue Ressourcen für uns. Und der Sack kann mal weg. Falsch. Schleimbälle haben wir ziemlich wenig, aber brauchen wir auch nicht wirklich oft. Ach, da ist der Oger drin. Wow. Knapp ausgewichen. Und eingefroren. Sehr gut. Nein, das ist falsch. Und das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Das heißt, Flucht zurück zum blauen Kristall. Und zwar sehr schnelle Flucht zurück zum blauen Kristall heißt das. Tür hinter mir zu machen. Und ja, das ist wirklich der Oger, den ich da höre. Jetzt habe ich schon wieder einen in diesem Raum eingesperrt. Blauer Kristall, gut. Wieder zurück in den Bereich. Mensch, wir haben schon zwei Oger dort getötet und es ist noch ein dritter dort. Und da ist er auch schon. Fünf Schaden mit dem Dolch gemacht. Ein Schaden mit der Faust. Der Dolch ist leer. Dann kommt, kriegt's jetzt mal den Blitzstab in die Hand. So, Blitze machen eh den meisten Schaden. Jetzt mache ich den mal zu und guck mich mal in dem Raum hier um. Giftpfeil. Kein Knopf, kein Knopf, kein Knopf. Und nichts ist hier drin. Nur jede Menge Kräuter habe ich jetzt. So, Gruben vermeide ich jetzt erstmal. Ich wollte gerade sagen, muss das jetzt sein? Kommt noch so ein blöder Oger. Oh, so ein sehr schöner Backstep.
Und das war der Ogre. Der hat eine Torum-Notiz bewacht. Hm? Ich wandere im selben Gebiet schon für eine lange Zeit rum. Meine Vorräte gehen langsam aus. Aber ich denke, diese Kavernen sind der beste Weg, einen verborgenen Raum zu finden. Oder irgendwelche Kreaturen, die ich für Nahrung jagen kann. Torum. Ja, und da hat er recht gehabt. Die beiden Eisleisers nämlich waren ziemlich gute Jagdbeute. Da ist ein verschlossener Raum. Da ist hier etwas. Jetzt ist irgendwo was aufgegangen. In der Ecke vielleicht? Nö. Die eine Blume, da lasse ich jetzt mal da liegen. Die brauche ich nämlich nicht unbedingt. Hier war die Torennotiz. Und hier ist etwas aufgegangen. Hier kam nämlich der Pilz her. Und ja, wir haben etwas Bestimmtes gefunden. Etwas ganz Bestimmtes. Oh, du Pilz, du kannst mitkommen. Jetzt gegessen werden. Und zwar haben wir gefunden, erstmal wieder eine Torum-Notiz. Endlich habe ich eine Kammer mit Vorräten gefunden. Aber als ich dort hineinkam, ging die Mauer hinter mir zu. Blöd gelaufen. Ich war zu selbstsicher. Ich dachte, ich weiß, wie die Regeln dieses Dungeons arbeiten. Torum. Und ja, wir haben ein Secret gefunden. Erstmal haben wir hier die antike Axt gefunden, die wir nicht benutzen können. Noch eine Torum-Notiz. Phalanxhelm brauchen wir nicht. Und die hier. Higher Attack Powers, Lower Cooldown. Plus 1 Protection. Er hat schnellere Lebensregeneration. Er hat schneller angreifen, aber damit würde er viel schneller zuschlagen. Sie hat nur das Giftding, was eigentlich kaum noch gebraucht wird. Also kriegt sie das, dann kann sie noch schneller zaubern. Obwohl, damit ist sie überladen. Dann gib mal die da ab. Und hier haben wir Torums Überreste. Mit denen müssen wir etwas ganz Bestimmtes machen. Aber bevor ich das mache, will ich mich noch kurz hier fertig umsehen auf dieser Seite von den Türen. Genau deswegen. Weil ich so das Gefühl habe. Noch ein Feld. So, da ist das hier auch ausgeführt. Dann geht es nur noch da lang weiter. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir jetzt genau auf der anderen Seite von dieser Tür stehen. Genau. Und hier haben wir wieder Krabbelviecher. Die Hebel kenne ich auch zu Genüge. Die lassen wir mal in Ruhe. Das hier ist nämlich noch ein Torum-Rätsel. Erstmal haben wir hier Pitwoodbread. Kann er mal essen. Wie sieht es mit der Nahrung soweit aus? Gut. Hier ist nämlich der Schlüssel. Und hier müsste eigentlich irgendwo noch eine Torum-Notiz sein. Hier drüben vielleicht.
Nein, soweit nicht. Hier ist der Schlüssel. Dann gibt es noch die Tür da. Dann gucken wir uns jetzt erstmal die Tür an. Dann können wir nämlich einfach hier öffnen. Sind jetzt bei dieser Tür hier. Hinter der noch mehr Viehzeug ist. Garstiges Viehzeug. Komm, einer nochmal zuschlagen. So. Was macht der hier? Der macht die Fallgrube auf uns zu. Das merken wir uns mal. Und ja, hier haben wir noch eine Turm. Ach ja, die Turmnotiz habe ich noch gar nicht gelesen. Und hier ist noch ein Ort. Knopf. Was auch immer der Knopf jetzt gemacht hat. Erst einmal jetzt nicht ablenken lassen, erstmal Torum-Notizen lesen. Also, erstmal die hier. Die Anordnung der Säulen in der Reihe mit den Schaltern ist sehr seltsam. Ich muss sie genauer untersuchen, Torum. Also das waren die Säulen, die ich vorhin angesprochen habe. Und das hier ist das, was wir bei seinen Überresten gefunden haben. Meine Tinte geht langsam aus. Und ich hatte seit Tagen keinen Krümel mehr zu essen. Ich kann sie hinter den Mauern flüstern hören. Sie wissen, dass ich nicht auf ihrer Seite bin. Ich bin zu schwach, um mich zu bewegen. Ich bin gefangen. Wenn ich mich nur... Also ich glaube, das heißt erinnern. Aber an was erinnern? Tja, das war die letzte Torum-Notiz. Armer Torum. So. Gucken wir uns noch hier hinter um. Hey. Bist du da? War hier ein Schalter? Nein, habe ich mich verguckt. Hier ist nur eine Axt. Wozu ist... Okay, ich höre was zugehen. Ich habe das Gefühl, da geht auf der Seite was auf. Und da ist auch tatsächlich was aufgegangen. Seltsam. Also ich höre hier definitiv was aufgehen. Okay, jetzt ist das wieder zugegangen. Das müsste das jetzt wieder öffnen. Genau. Und nö? Es hat sich so angehört, als ob hier drüben auch noch was aufgegangen wäre. Aber hier ist nichts. Torum ist auch immer noch offen. Das ist ein seltsames Rätsel. Also hier ist definitiv nichts mehr. Dann geht es jetzt erstmal wieder raus aus den Kavernen. Und dabei nicht unbedingt irgendwo runterfallen. Denn als erstes gibt es etwas Wichtiges zu erledigen.
sicherheitshalber die Tür wieder zumachen. Und zwar steht hier, das sind die lang verblichenen Überreste eines Menschen. Die Knochen haben eine seltsame Aura. Und wenn wir jetzt diese Knochen mit dem Kristall benutzen, hören wir einen entfernten Seufzer der Erlösung. Ja, wir haben Thorum von seinem Leiden erlöst. Und er ist uns dankbar dafür. Nun, dann geht es jetzt wieder zurück zu den Kavernen. Aber bevor wir wieder reingehen, speichere ich erst einmal wieder. Bis gleich.